Von der Strömungsmechanik zur Akustik und zur Strömungsakustik. Diese Vorlesung habe ich im Sommersemester 2018 an der Fachhochschule Düsseldorf im vierten Semester vorgetragen. Das sind jetzt 81 Folien, wo ich jetzt mal durchrausche. Ich glaube nicht, dass jemand sich den ganzen Film anschauen wird, aber vielleicht punktuell einige Dinge daraus irgendwie hier nochmal per verbaler Erklärung sich anhören wird. Die Folien finden sich ja unter Moodle und auch auf dem FTP-Server. Also es geht um die Herkunft einiger Gleichungen, Schalldruckpegel, Schallleistungspegel, werde ich darauf eingehen, Schallintensität als Energieflussdichtevektor, das etwas mit der Enthalpie zu tun hat. Einfache CFD als Strömungssichtbarmachung, Quellenlokalisierung werde ich zeigen. Ich werde auf die Reynolds-Gleichung kurz eingehen, auf die Wellengleichung, auf die akustische Wellengleichung und werde auf akustische Quellen- und Potenzgesetze eingehen. Die Sprachen der Akustik unterscheiden sich eben, ob es sich um einen Physiker, einen Maschinenbauer oder einen Elektrotechniker handelt. Die Elektrotechniker decken meistens mehr die Messtechnik ab, obwohl das heutzutage eigentlich nicht mehr so trennbar ist. Der Maschinenbauer macht die Maschinenakustik und die Lärmwirkung und der Physiker beschäftigt sich mit der allgemeinen Akustik, der Psychoakustik und der Lärmwirkung. Die Gesprächsfähigkeit unter diesen Fachgebieten ist manchmal begrenzt. Ja, die akustischen Gleichungen zugeordnet sind sie natürlich der Physik, aber in den Ingenieurwissenschaften wird praktisch damit gearbeitet. So hat man da eben Elektrotechnik, allgemeine Mechanik und Thermodynamik und eine Kombination aus allgemeiner Mechanik und Thermodynamik ist die Strömungsmechanik. Und in der Thermodynamik und Strömungsmechanik sind dementsprechend dann eben auch die akustischen Gebiete anzusiedeln. Ja, Auftrieb- und Bernoulli-Gleichung, das ist ja hier eine ganz schöne Visualisierung, die eben zeigt, dass man mit der Argumentation, ein Teilchen fliegt oben schneller als unten, zwar das Phänomen beschreibt, aber keine Erklärung halt für den physikalischen Auftrieb halt geben kann. Ich habe einen eigenen Film dazu gedreht, der auch auf YouTube hochgeladen ist, darum gehe ich da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Diese Art der Sichtweise reicht für die Akustik nicht mehr aus. Ja, also es reicht nicht mehr aus, eindimensionale Stromfadentheorie halt zu betreiben. Das ist hier ja eine Art mechanische Energiebilanz und wir haben es einfach mit zeitlich veränderlichen Effekten halt und kompressiblen Medien in der Akustik zu tun. Wir müssen uns also zwangsläufig mit solchen Auftragungen von Schwankungsgrößen halt, die man dann aufteilen kann in Mittelwerte und Schwankungsgrößen, beschäftigen und man muss Mittelwerte bilden, man muss ganze Gleichungen mitteln. Aber so kompliziert ist das ja gar nicht, wenn man die elektrische Analogie nimmt, dann ist eben der momentane Wert gleich der Gleichspannungswert plus dem Wechselspannungswert. Das hilft ja vielleicht auch schon manchmal weiter. Und dazu gibt es auch eine Vergleichsrechnung. Da habe ich auch einen eigenen Film unter YouTube, wo ich diese Dinge erkläre, wo es um den Crest-Faktor geht. Darum gehe ich hier jetzt gar nicht weiter darauf ein, um diese Geschichte 1 durch Wurzel 2 zu motivieren. Kann man einfach den anderen YouTube-Film halt noch wählen oder anwählen oder wer den nicht findet, soll mich bitte fragen. Ja, zeitliche Schwankungen hat man in einer Strömung, in einem Stromfaden schon, wenn man sich den Reynoldschen Farbfaden versucht mit dem laminar-turbulenten Umschlag anschaut, der hier eben in diesem Film visualisiert wird, dass wenn man die Strömungsgeschwindigkeit erhöht, weil man dieses Ventil weiter aufmacht, das werden wir jetzt gleich sehen, dann gibt es erst einen Farbfaden, der
schön zusammenbleibt, dann wird er periodisch schwanken und dann fällt er wirklich turbulent auseinander. Nur mal als Visualisierung, dass wir eigentlich schon bei der Rohrströmung auch instationäre Effekte durchaus gesehen haben, die aber geschickt aus der Betrachtung oder nicht in die Betrachtung einbeziehen mussten, um Verluste oder so etwas zu berechnen. Ja, hier nochmal laminare Strömung, turbulente Strömung, zeitabhängig, nicht zeitabhängig. Ja, die Geschwindigkeitsprofile sehen ja vollkommen unterschiedlich aus. Und im Grunde genommen ist das turbulente Profil halt irgendwie eine Spiegelung an der Mittelungsachse von zwei Grenzschichten. Ja. Ich habe das mal so etwas spitz formuliert. Es gibt eigentlich nur wandnahe Strömungen, die laminar oder turbulent sind, also wandnahe Grenzschichten. Also eigentlich kann man weniger von der laminaren und der turbulenten Strömung sprechen. Das sind Grenzschichten, die laminar und turbulent sind. Wenn man eine ebene Platte anströmt, dann braucht es eine Weile, bis eben so ein laminar-turbulenter Umschlag stattfindet. Die Grenzschicht mit ihrem laminaren Effekt wird dann in der turbulenten Grenzschicht zusammengepresst zu der sogenannten Zähenunterschicht. Und es ist faktisch mit einem überschaubaren Rechenaufwand gar nicht möglich, diesen Umschlag exakt zu simulieren. Ja, interessant ist, dass bei dieser Geschichte von dem laminar-turbulenten Umschlag da auch eben solche periodischen Zustände auftreten, wie beim Farbfaden. Es gibt da Wellen und auch Spikes und dann wieder einen Zerfall. Das ist in der Theorie von Schlichting zur Grenzschichttheorie schon dargestellt. Solche Sachen findet man auch in der Erdatmosphäre, solche Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten, wie sie hier dargestellt sind von unterschiedlichen Quellen. Und das hat der Herr Kölsch als Strömungsakustiker auf seinen Folien mir mal zur Verfügung gestellt. Laminar- und turbulente Grenzschichten hier bei der Kugelumströmung in zwei Filmen dargestellt. Dazu gibt es einen ANSYS-Film, Zylinder 2D, wo so etwas dann auch gerechnet wird, was Sie durchexerzieren können mit der Studentenversion. Interessant ist, dass man hier eben die Ablösung vorm Hauptspannquerschnitt hat und hier hat man die Ablösung erst hinter dem Hauptspannquerschnitt. Also entsprechend bei der turbulenten Grenzschicht hat man einen erheblich höheren Druckrückgewinn und eine kleinere Widerstandskraft auf den Körper. Beschäftigen wir uns mal instationär mit dem Zylinder. Dann haben wir hier so eine Simulation, so einen Anfahrvorgang. Also die Geschwindigkeiten sind hier dargestellt, die sind langsam erhöht worden. Und man kann dann sehen, dass also 3D dann so eine Wirbelstraße gar nicht mehr zu erkennen ist. Im Anfahrbereich war das durchaus noch sichtbar. Hier ein Experiment, was wir um 2009 durchgeführt haben. Eine Platte wird in die Nähe eines umströmten Zylinders halt gefahren und man kann deutlich hören, wie die Geräusche zunehmen und dass der Zylinder dann eben auch anfängt zu schwingen. Ja, fährt man noch näher an den Zylinder ran, tritt die Schwingung wieder auf. Fährt man wieder weg, tritt das Geräusch auf und auch die Schwingung beginnt wieder. Also sowohl akustisch ein interessantes Phänomen, als auch schwingungstechnisch. Das ist im Rahmen von zwei Dissertationen an der Hochschule Düsseldorf auch näher untersucht worden. Winkler und Heinze sind die Autoren.
jetzt das nochmal dargestellt, also in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Köln sind da Aufbauten vorgenommen worden. Da hat dann Winkler letztendlich über den akustischen Effekt promoviert und Heinze hat dann über den schwingungstechnischen Effekt promoviert. Eine numerische Simulation, hier noch Druck und Geschwindigkeit sind da zu sehen. Das ist jetzt der Anfahrtzeitpunkt. Man kann also sehen, wie sich diese Wirbelstraße halt nach und nach aufbaut in einer 2D-Simulation. Das sind also die Grundlagen für sogenannte Äolientöne, Horseshoe Whistles oder Karman Vortex Streets. Alles Mögliche findet man da in der Literatur. So, gehe ich mal weiter. Der maximale Differenzdruck, also Schwankungsdruck, ist hier über dem Abstand von Zylinder und Platte dimensionslos aufgetragen worden. Bei einer 25 Meter pro Sekunde Anströmung, weil es so schön war, hatten sie eben schon mal, ich zeige es aber nochmal, dass das also nicht zweidimensional ist, sondern eben ein dreidimensionaler Effekt. Okay. Wenn man mal historisch zurückschaut, 1965 sind in Ferrybridge in England Kühltürme von einem Kraftwerk zusammengebrochen. Die Anströmung kam von oben rechts und die Kühltürme, die im Nachlauf von anderen Kühltürmen standen, sind zusammengebrochen. Die Tacoma-Brücke. Ein schönes Beispiel, bei nur 68 km/h Windgeschwindigkeit 1940 tatsächlich zusammengestürzt. Ursache war hier das unausgewogene rechteckige Profil der Brücke, was sehr sensibel mit den Aufhängungen, ja, also ist hier unten dargestellt, was sehr sensibel auf Wirbelablösungen halt reagiert hat. Wir haben mit sehr einfachen numerischen Simulationen begonnen, die gar in der Studentenversion eigentlich nachvollziehbar wären. Man braucht jetzt nicht unbedingt 1,5 Millionen Elemente. Man kann das Feld auch entsprechend kleiner machen. Interessant ist, dass man eine konvektive Ausbreitungsgeschwindigkeit hat und man bekommt dann auf eine Wellenlänge dieser aerodynamischen Welle, indem man durch die Frequenz der Karmannschen Wirbelstraße dividiert. So etwas tritt auch in Axialverdichtern auf und man spricht da von rotierenden Instabilitäten und das kann zu erheblichen Schäden halt bei falscher Auslegung in Verdichtern oder auch in also Hochdruckverdichtern von Flugzeugtriebwerken beispielsweise oder auch von Ventilatoren halt führen. Und es führt auch zu Lärm eben. Wir haben uns mit dem schwingungstechnischen Effekt weiter beschäftigt und haben im Windkanal größere Zylinder an Federn oder auch an Silikonaufhängungen befestigt und eine Platte bzw. eher hier einen quadratischen Zylinder im Nachlauf halt montiert. Schauen wir uns dazu mal einen Film an. Zunächst der Zylinder alleine, es strömt von rechts nach links. Meter pro Sekunde Stromgeschwindigkeit. Fünf Meter hat man die Resonanz angestoßen. Sieben Meter pro Sekunde dann die maximale Amplitude. Und erhöht man die Stromgeschwindigkeit
gibt es aber auch keine Wirbelablösung, keine periodische mehr. Bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten dann eine ganz ruhige Umströmung. Nun die Konfiguration mit einem Zylinder, mit einem Quader im Stromab des Zylinders, eine quadratische Platte. Das Maximum liegt bei einer höheren Geschwindigkeit, also bei einer höheren Strömungsgeschwindigkeit. Die Amplituden sind sehr viel heftiger und bleiben auch sehr viel länger halt bestehen. Es gibt eben eine Stromaufwirkung von dem Quader auf den Zylinder, aber auch bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten fährt man wieder aus dem Resonanzbereich mit heraus und hat bis hin zu sehr kleinen Amplituden nur noch eine Schwingung. Das ist in der Masterthesis von Tim Wahl ausführlich untersucht worden und eben in der Dissertation von Robert Heinze. Wir haben auch mit Fluidstrukturinteraktionen halt gerechnet, so wie sie in ANSYS halt möglich sind. Interessant ist dazu, dass es in den USA eine Idee gibt, Y-Ways, wo elektrische Energie über Linearmotoren halt generiert werden soll. Das Projekt ist aber angestoßen und offensichtlich irgendwann nicht weiter verfolgt worden. Aber trotzdem interessant, hier 1,3 Meter pro Sekunde und kräftige Schwingungen von einem einzelnen Zylinder, würde man da eben so eine Zylinder Quader-Konfiguration aufbauen, hätte man eine erheblich höhere Energieausbeute. Okay, soweit so gut. Idee ist, dass man solche Konfigurationen unter Offshore-Plattformen von Windenergieanlagen baut, weil man da die ganze Infrastruktur hat und so eben entsprechend zusätzliche elektrische Energie gewinnen kann. Ja, dahinter steckt diese Wirbelablösung. Ich zeige das jetzt nicht nochmal. Wenn man solche Wirbelbildungen verhindern möchte, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Man kann so eine Skrutungsspirale halt rumpacken, man kann einfach ein Blech an den Zylinder bauen oder andere Gebilde, wie das hier eben von Blevins halt in dem Buch Flow Induced Vibrations dargestellt ist. Hier mal ein Beispiel halt von einem Wind, von einem Turm, von einer Windkraftanlage, was allerdings hier jetzt eine alte Geschichte ist und so in der Realität heute auch gar nicht notwendig ist und auftritt. Ich möchte mal kurz auf die Rechnung mit zeitlichen Schwankungsgrößen eingehen. Ja, also die Idee ist, dass man einen momentanen Wert in Mittelwert und Schwankungsgröße unterteilt. Sei es drum, die Schwankungsgröße ist so definiert, dass ihr Mittelwert gerade 0 ist und das Quadrat der Schwankungsgröße ist aber eben ungleich 0. Das kann ich zum Beispiel dann in die Bernoulli-Gleichung einsetzen. Für den Druck und für die Geschwindigkeit kann ich jeweils Mittelwert und Schwankungsgröße einsetzen. Und dann die ganze Gleichung mitteln und dann bekomme ich eben hier so einen Zusatzterm. Das heißt also, wenn ich diesen Zusatzterm nicht mit berücksichtige, also von der Turbulenz her, dann ermittle ich zu große Strömungsgeschwindigkeiten mit dem Staurohr. Dazu können wir in der Übung auch noch eine kleine Rechnung halt durchführen. Schalldruckpegel und Schallschnelle sind genau diese Schwankungsgrößen, ja, aus der Turbulenz. Wenn sich eben diese Größen mit Schallgeschwindigkeit bewegen, dann handelt es sich um Schalldruck und Schallschnelle. Und da dieser Schalldruck einen immens großen Bereich halt abdeckt, hat man eine logarithmische Darstellung eingeführt, die oft dann dazu führt, dass man über diese dBs, wie dann die Einheit genannt wird,
sehr schnell stolpert. Ich möchte kurz mal eine Betrachtung halt machen aus so einer Leistungsüberlegung, aus der Strömungsmechanik. Die Leistung ist Druck mal Volumenstrom. Volumenstrom ist Geschwindigkeit mal Fläche. Und die Leistung in der Akustik ist eine Intensität über eine Fläche aufintegriert. Und diese Intensität ist nämlich gerade das Produkt aus Geschwindigkeit und Druck. Das kann ich eben sehen, wenn ich hier das V-Punkt noch einsetze, dann habe ich die Fläche und habe Druck und Geschwindigkeit von der Proportionalität. Also Intensität ist gerade Schaltschnelle mal Schalldruck. Und so komme ich auch zu einer Schallleistungsdefinition. Und diese Schallleistungsdefinition ist, dass die Schallleistung gerade der Schalldruck über eine entsprechende Fläche abgestrahlt halt ist. Also die Schallleistung ist ein Maß für eine Maschine, der Schalldruck ist ein Maß für den Empfänger, für den Menschen. Die Schallintensität habe ich jetzt gerade kurz so dimensionell versucht zu erklären, ist ein Produkt aus Druck und Geschwindigkeit. Ich kann einen Energieflussdichtevektor definieren, das ist der Betrag von der Intensität ist. Und dieser Energieflussdichtevektor ist die Dichte mal der Geschwindigkeit mal der Enthalpie. So habe ich dann eben den Zusammenhang auch zum Energiesatz. Das sind jetzt keine Herleitungen, ich möchte einfach nur mal Nomenklatur halt kurz einführen. Wir brauchen eine Schallgeschwindigkeit, die kann ich thermodynamisch herleiten. Vielleicht gibt es da auch noch demnächst einen kleinen Film zu einer Herleitung, gibt es auf jeden Fall in dem Schade-Strömungslehre-Buch. Die ideale Gasgleichung brauchen wir und die Schallleistung hatte ich eben halt auch aufgetragen, ist eben setzt sich zusammen aus Schalldruck und einer Fläche. Soweit als erste Einführung von der Strömungsmechanik zur Akustik.